Ab dem 4. September sind Tagesgäste in Mecklenburg-Vorpommern wieder offiziell willkommen. Das hat das Kabinett nach Beratungen mit Vertretern der Kommunen, Gewerkschaften, der Wirtschaft, Sozialverbänden sowie Gesundheitsexperten am Dienstag beschlossen. Grund dafür sind laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig der geglückte Schul- und Kita-Start, das Ende der Sommerferien sowie die kontinuierlich geringen Infektionszahlen im Land. Die gute Nachricht ist, dass zukünftig wieder Einreisen nach Mecklenburg-Vorpommern möglich sind, auch ohne gebuchte Übernachtung. Das heißt vor allem für die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern, dass endlich wieder Familie und Freunde auch aus anderen Bundesländern kommen können. Das gilt nicht für diejenigen, die aus Risikogebiete kommen. Auch Herbst-, Jahr- und Weihnachtsmärkte sind ab dem 1. Oktober möglich. Diese Nachricht dürfte bei den Kommunen und Schaustellen im Land für Erleichterung sorgen. Wir haben uns entschieden, einerseits Jahrmärkte, Herbst- und Weihnachtsmärkte zuzulassen. Das ist, glaube ich, die gute Botschaft. Das Entscheidende ist, dass in den Regionen Konzepte erstellt werden, die individuell an die jeweiligen Bedingungen und Möglichkeiten angepasst sind. Diese Konzepte müssen bei den zuständigen Gesundheitsämtern auch dann zugelassen werden. Zudem gibt es für Clubs und Diskotheken endlich wieder eine Perspektive. Ein weiteres Thema war die Frage, wie gehen wir mit Diskotheken und Clubs um? Da alle beide eine Schankgenehmigung haben, haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, ja, Diskotheken dürfen öffnen, genauso wie Clubs, allerdings ohne Tanz, mit Musik oder Live-Musik und mit Abstand. Eine Lockerung der Maskenpflicht im Einzelhandel wird es dagegen erst einmal nicht geben. Heiß umstritten ist immer die sogenannte Maskenpflicht im Einzelhandel. Ich weiß, dass es hier zum Teil Erwartungen gibt, diese Maskenpflicht abzuschaffen, weil es das Einkaufserlebnis beeinträchtigt. Aber heute gab es noch mal einen eindrucksvollen Vortrag von Professor Reisinger, der 18 Studien zur Maskenpflicht ausgewertet hat, die sehr eindrucksvoll zeigen, dass die Maskenpflicht eben wichtig ist zum Schutz und dass die Maskenpflicht eine ganze Menge bringt. Und wir sehen keine Möglichkeit, angesichts der Lage, die Maskenpflicht jetzt abzuschaffen. Dafür startet die Landesregierung gemeinsam mit dem Handelsverband Nord eine Werbekampagne unter dem Motto Einkauf mit Herz für einheimische Händler und Geschäfte. Rund 300.000 Euro sollen in diese Kampagne fließen, die voraussichtlich Ende September startet. Die Kampagne wird, wie sich das für den Handel gehört, für den Modehandel insbesondere, knallige, bunte Farben haben. Sie wird Charakterköpfe haben. Ich denke da an Karl Kressmann. Ich denke da an ganz, ganz viele andere bekannte Protagonisten des Handels, die in der Region tief verankert sind, für die Region viel tun und wo auch klar wird, dass sie weiter für die Region etwas machen wollen, auch unter diesen geänderten Bedingungen. All das wird die Kampagne aufgreifen. Um die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern winterfest zu machen, möchte die Landesregierung sich beim Bund für weitere Hilfspakete einsetzen. Über weitere Unterstützung auf Landesebene soll auf der nächsten großen Klausurtagung am 22. September verhandelt werden.